Am Anfang der Fertigung steht ein hochwertiger Rohstoff. In unserem Fall gewinnen wir diese hochwertigen Rohstoffe aus rezyklierten Prozessabfällen. Und das ist schon eine ganz wesentliche Grundlage für die gewohnt hohe Dice-Qualität. Der Rohstoff wird in Form von Pellets dem Extruder zugeführt. Danach wird das auf ungefähr 200 Grad Celsius erwärmt und es werden zusätzlich noch weitere Stoffe hinzugefügt. Über einen Blaskopf wird die Masse verteilt, damit sich nachher ein gleichmäßiger Film bildet. Entscheidend ist, dass wir über die Extruder-Durchsatzleistung, über die Temperaturführung, auch Kühlung spielt eine sehr bedeutende Rolle, hier eine optimale Qualität bekommen können. Wesentlich und das ganz spezifische Fertigungs-Know-how liegt in dem optimalen Zusammenspiel zwischen der Rezeptur, dem eingesetzten Maschinenpark und dem hochwertigen Maschinenbau, der damit verbunden ist, und entsprechend als letzten Punkt die Prozessparameter.